Hallöchen ihr Lieben auf YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Part an dem wunderschönen Samstagabend auf Twitch mit Risen, mit euch und mit mir. Ja, wie schon angekündigt, werden wir den letzten Vasallenring uns holen. Ich Vollidiot habe nämlich den vergessen zu machen. Ja, an alle anderen habe ich mich erinnert und an der Stelle war ich mir eben nicht mehr ganz sicher, ob wir den jetzt gemacht hatten oder nicht. Ich war einfach der Meinung, ja, wir haben das durchgezogen. Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht, weil uns der Jägersmann, wie hieß der Kerl noch schnell? Ich hab's ja vergessen. War das der Josef? Ich weiß es nicht mehr. Der hat uns dort nicht hingehen lassen, das war ihm zu unheimlich. Wir werden dem jetzt aber ein Ende setzen. Jo, werden wir. Machen wir. Die waren jetzt dort, wo die Gnome sind. Im Keller, glaube ich. Irgendwie dort, irgendwie so. Irgendwie so war das, glaube ich. Wir laufen jedenfalls mal. Wir haben eh die Karte, also von dem her passt das. Wir finden das schon an. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir finden das an. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir zu Ursigor zurückkehren. Nichts zu haben holen. Ja, passt. Dann haben wir geerntet. Geerntet, ja. Abgebaut. Nanu? Die habe ich nicht gelootet. Puh. Böse Zocki. Na. Schließen. Das braten wir nicht. Wir machen daraus einen Topf. Oh, Obsidian. Haben wir das auch gemacht? Nein. Puh. Das Gold habe ich gern, das Obsidian habe ich übersehen. Nette Ausbeute. Vorbildlich ist das. Vorbildlich. Vorbildlich. Wenn wir schon da sind, sollen wir den Oger da oben auch umhauen? Ich speichere mal. Probieren wir es einfach aus, wie stark unsere neue Waffe ist, unsere Rüstung ist, wie sie einem Oger standhält. Schauen wir mal. Vielleicht läuft sie gar nicht mal so schlecht. Ja! Ja! Na, du kleiner Gnom. Ja, sag einmal. Auf! Nix gut. Langsam sind wir sehr langsam, aber möglich. Es ist möglich. Wartet kurz. Wartet mal, das machen wir. Das schaffen wir. Den Ogre machen wir platt. Wir sind sehr, sehr langsam. Sehr langsam. Vielleicht wird es besser, wenn ich noch ein bisschen im Axtkampf da... mich belehren lasse, aber momentan ist das echt ein bisschen pfui. Servus Gnom. Jetzt sag einmal, viel zu langsam, ne? Schau mal. Mit ein Ding bringen wir durch, ich glaube ich spinn. Hallo! Schlag doch mal! Ist hier krass. Trink was. Wo ist der Oger hin? Ah, da oben steht er. Du Kackgnom. So. Noch was trinken? Ist wurscht. So. Das tun wir jetzt sicherheitshalber speichern. Und fortsetzen. Mit ein bisschen Glück können wir den nämlich umhauen jetzt. Nicht euch fallen. Wow. Jawoll. Also funktionieren tut's schon mal. Oh. Ist gut. Wenn wir treffen. Wenn wir treffen. So. Na, war klar, ist wieder falsch. So, jetzt passt er. Jetzt passt er. Wir bekommen 43 Goldmünzen, Heiltrank, eine Beere, mittlere magische Heilung und einen goldenen Teller. Und wir müssen was trinken. Ja. Was? Das geht sich gar nicht mehr aus. Hast du gesehen? Das geht sich gar nicht mehr aus mit einmal. Okay. Okay. Wir speichern, weil das gut lief. Und setzen fort. Heureka. Was? Achso. Hm? Aha. Für später. Wir gehen den Vasallenring holen. Den Vasallenring. Den Vasallenring. Geben den ab. Und dann sind wir so glücklich.
Was bist du? Mal die Waffe weg. Ogerwurzel. Ich hätte gerne einen schöneren Helm. Aber ist bei der Rüstung nicht ein Helm dabei gewesen? Wartet mal ganz kurz. Wartet mal, da war doch ein Helm dabei. Ich bin doch nicht doof. Und auch ein Schild. Ja sicher, da schau mal, Helm. Der Helm des Titanenlords. Na bitte, drauf damit. Schild des Titanenlords. Ha, super. Weil der Hammer ein Einhänder ist. Ja, Facepalm. Da kann man, ich kann mich echt nur mehr facepalmen. Es ist so. Jetzt schauen wir noch was aus, ha? Alter Schwede, der muss schleppen. Aber jetzt haben wir richtig Schutz. So, ich... Nein. Das war da drüben. War das nicht hier drüben? Na, passt schon so. Oder? Na wohl. Da. Da unten drunten, oder? Da war es, glaube ich. Da war es, glaube ich. So, jetzt gehen wir es an. Untot. Herr und Frau Untot. Auf jeden Fall gab es hier Ghule. Weißt was? Ich setze der Magie Zauberlicht einmal ein. Das geht so nicht weiter. Wo haben wir es denn? Lichtzauber. So, das ist schon besser. Das ist schon sehr viel besser. So, Rücki, Rücki. Was haben wir da? Ja, sicher. Wie es mir immer fetzt. Oh, ja. Oh, ja. 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 Hä? Ah. So. Das Skelettchen hat es überstanden. So. Hallo? Was ist das? Ein Skelett. Schwache magische Heilung und einen großen Heiltrank, das nehmen wir gern mit. Der hat gar 54 Goldmünzen, ein paar Pfeile, 10 Dietriche und einen silbernen Teller. Der hat 74 Goldmünzen, ein Holzschild, schwache magische Heilung und ein goldener Pokal. Und der hat 30 Goldmünzen, ein Holzschild, schwache magische Heilung und eine Perle. Und was haben wir hier drin? War klar. Ja, richtig. Sehr gut. Wichtelkappe. Telekinese und ein kleiner Saphir. Nehmen wir gerne mit. So. Da vorne haben wir was. Eine Halskette. Was haben wir da? Schlösser öffnen. Edles Schwert. Starke magische Heilung. Okay. Ich würde sagen, wieder speichern. Und fortsetzen. Da haben wir so ein Opfer. Oh, ja. Alter. Oh, yeah. Boah, den hat's zerlegt. Was, da hinten fuchtelt einer rum, glaube ich, ne? 155 Goldmünzen, der war Salenring. Und einmal Knochen, sehr gut. Ciao. Na, was willst du? Was haben wir da? Goldmünzen, kleiner Heiltrank und ein paar Knochen, genau. Nein, nur einer, weil die anderen haben wir zerschmettert. Jawohl. 67 Goldmünzen, wieder so ein gemischter Trank mit Lebensenergie und Mana, schwache magische Heilung und eine Perle. Ihr seid auch meine Perlen, alle. Ihr alle seid meine Perlen. 74 Goldmünzen, kleiner Mana-Trank und Pokal. Boah, die Socken schleimt halt schon wieder. Was? Stimmt doch gar nicht. Verräterklinge. Aha. Und ein Buchständer mit Weisheit. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Bravo, mit Weisheit. Mit Weisheit, Weisheit. Hier haben wir ein rostiges Schwert. Schwert, genau. Schwache magische Heilung. Goldbrocken und Knöchelchen. Und hier haben wir 65 Goldmünzen. Schwache magische Heilung. Ein silberner Pokal. Und ich setze gleich nochmal Licht ein. Es werde Licht.
Da ist noch so ein Kerl. Oh, ja. Jesus, na, den hat's wieder zerlegt. Goldmünzen, Fackel und Knochenhammer bekommen. Und ein rostiges Schwertelein. Der hat 43 Goldmünzen, eine Perlenkette, Lichtzauber und schwache magische Heilung. Der hat 44 Goldmünzen, wieder den gemischten Trank, schwache magische Heilung und zwei Perlen. Und da haben wir noch, was ist da? Jagdmesser, ja, und eine Truhe. Ha, richtig, auf Anhieb, das ist schön. Pfeile, kleiner Heiltrank, Skelett beschwören und Schwertspitze. Schwertspitze? Moment. Sie gehört zu einem Bastardschwert. Wenn ich den Rest der Klinge finde, kann ich sie neu schmieden. Sturmwind. So, jetzt sind wir in WoW. Noch eine Klinge. Alter Schwede, das kann ich dann, glaube ich, googeln gehen. Ich habe die Schwerter noch nie zusammenbekommen. Was ja eigentlich nicht so schlimm wäre, wenn wir das vervollständigen möchten, ha? Huh? Da können wir ja mal so ein, wer noch möchte, so ein Twitch-Risen-Special machen mit solchen Waffen zusammensuchen, wieder Heile machen. Hm? Können wir ja machen, wenn es passt. Die Truhe müssten wir ausgeraubt haben. Entleert haben. So ist es auch. Aber das wäre echt interessant. Finde ich halt. Was? Der Ring? Der ist für nichts jetzt gewesen, oder? Nein. Das war für nichts. Gut, dann gehen wir. Saubere Arbeit. So. Eine Fliege ist da schon. Was ist denn das jetzt? Wir dürfen uns wieder porten. Und zwar, ja, wieder zu dieser südlichen Ruine. Östlich, nördlich, südliche Ruine. Und dürfen wieder zu dem einen Burschen, zu dem jungen Mann gehen. Jo. Der wird sich jetzt wahnsinnig freuen, dass wir ihn da bei seinem Problem geholfen haben. Und dann, glaube ich, können wir zu Ur-Segor zurückkehren. So. Bin gespannt, wie er uns jetzt weiterhelfen wird, der Gute. Ach, wie schön. Gold und Silber, Schwarz, Gold, Silber, so irgendwie... Sehr schön, oder? Schauen wir, was ist gleich. Hallo Marvin, du kannst dich entspannen. Hier sind alle 6 Vasallenringe. Du kannst dich entspannen. Hier sind alle 6 Vasallenringe. Dem Himmel sei Dank. Ich bin erlöst von diesem elenden Fluch. Ja. Ich habe diesen Wahnsinn fast nicht mehr ausgehalten. Das werde ich dir niemals vergessen, mein Freund. Wie kann ich das bloß wieder gut machen? Erstmal gibst du mir die Ringe wieder. Was? Ich bin doch nicht verrückt. Jetzt, wo ich sie alle habe, gebe ich sie nicht mehr her. Nein. Ich habe da was Besseres für dich. Gold und einige Spruchrollen, die ich gefunden habe. Jemand wie du kann damit sicher mehr anfangen als ein Bauer wie ich. Ich frag dich jetzt mal nicht, wo du die jetzt wieder her hast. Nein, besser nicht. Mhm. Okay, mach's gut. Ich muss jetzt weiter. Okay, mach's gut. Ich muss jetzt weiter. Viel Glück bei deinen Streifzügen. Ich hoffe, sie werden dich nicht klein kriegen. Ich geb mir Mühe. Und melde dich mal bei deiner Ma. Mütter stehen auf sowas. Mhm. Ganz bestimmt. Also auf Wiedersehen und vielen Dank nochmal, mein Freund. Null Problemo. Mai ist es schön. So, Spiel und Speichern. So, das macht ja die ganzen Fails, die ich schon verursacht habe in diesem Live-Let's Play, sag ich mal. Macht es ja schon wieder ziemlich wett, ha? Ja. Berichte dem Druiden über den Tempel. Was haben wir denn noch? Finde die 3 Goldschalen. Ja, das ist ja leider Gottes nicht mehr möglich. Ne? Vulkanfestung, Banditen. Wir sind fertig. Die Goldschalen, die lassen wir weg. Die habe ich eh schon verhaut. Also, Tempel. Das heißt, zu Ur-Segor zurück. Das bedeutet, wie gehen wir das jetzt am besten an? Bordmäßig. Bleibt eh nur die Vulkanfestung, ne? Vielleicht taugt es auch den Magiern dort oben,
dass wir so brav waren und schon so viele tolle Sachen gefunden haben. Warte, Vulkan. Vulkan, Festung. So. Dass wir den Magiern sicher auch taugen, dass wir da eben unsere Teile da jetzt haben, repariert sogar, einsatztüchtig. Ich würde sagen, wir quatschen vorher zuerst mit denen. Vielleicht haben sie ja noch was auf dem Herzen. Beziehungsweise vielleicht verkaufen sie uns noch was. Vielleicht noch den ein oder anderen Levitationszauberspruch. Auf jeden Fall hallo. Don Esteban weiß, was hier oben gerade passiert. Don Esteban weiß, was hier oben gerade passiert. Und? Was hat er gesagt? Er kann uns nicht helfen. Ja, das sieht ihm ähnlich. Wie auch immer. Das heißt dann wohl, dass wir auf uns allein gestellt sind. Leider. Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Dann kennt er also seine Aufgabe und weiß jetzt, was zu tun ist. Sehr gut. Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, habe ich nicht. Rezeptur, und auch du solltest Nautilus, diesen Laster besser nicht frönen, mein Junge. Ja. Dann würde ich sagen, mit dir noch was? Nein, vielleicht mit dem Burschen hier drinnen. Servus, Carlos. Die Stadt ist wieder sicher. Sehr gut. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Oh, nochmal 150, sehr gut. Lass uns handeln. Schriftrollen, hat das sowas? Achso, das war der Typ, ne? Mit die ganzen... Mit dem anderen Klumpert. Jawohl. Hallo, Abrax. Ich brauche Tränke. Wie viel Gold haben wir? Ja, Bill, was? Der hat nur solche Tränke noch. Lass mal gut sein. Was hast du noch? Ja, was gibt's? Nicht alles lässt sich durch Worte klären. Dann hat er halt nichts mehr. Keine Sorge, ich werde dich nicht aufhalten. Ja, danke. So, dann gehen wir wieder runter, ne? Zu Ursegor. So. Aufpassen, dass ich da nicht runterfall. Das kann ja mal passieren. Oh, na, wer ruft denn jetzt an? Entschuldigung. Oh, meine Schwester. Einen kurzen Moment bitte, wir machen hier kurz Pause. Bin gleich wieder da. Nur schnell erledigen was. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da, eine Minute oder so, ich muss noch schnell Wolfi holen gehen. Bis gleich, Momentchen. Entschuldigung, vielmals Entschuldigung. Es kann weitergehen. Tut mir sehr, sehr leid. Ja. So, wo sind wir stehen geblieben? Ursegor und so, ne? Dann hatschen wir noch gleich mal hin zu dem Kerl. So, lala. Jetzt können auch die Echsenmenschen kommen. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Spazi und mehr Durchhaltevermögen und mehr Leben und alles toll. Und schön, und Mann, müssen wir jetzt weit hatschen. Weit hatschen. Sehr weit hatschen. So. Da.
Wir hatschen, wir hatschen, tralalalala. Wir hatschen den ganzen Tag, wunder, wunderbar. Ba, 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 da-dam, da-dam, da-dam. Ich glaube, da lang was, ne? Was? Dich habe ich auch nicht ausgelotet. Puh. Ups. Dann hier rüber, ganz recht. Hier rüber, ganz recht. Hier runter. Das ist nicht schlecht. Dann sind wir da, genau. Dann müssen wir hier. Und da drüben, warte. Steht Ursigor jetzt noch immer da drüben? Oder ist jetzt wieder in sein Kammerl? Da ist er. Alles gut. Ich hoffe, dass ich da jetzt richtig bin. Moment. Moment. Ist da unten der Inquisitor? Warte, warte, langsam. Was? Das ist der Inquisitor? Wie kommt denn der jetzt? Hä? Vielleicht ist der jetzt wieder draußen. Du bist zurückgekehrt. Jo. Hast du die Rüstung? Ja, ich habe alles. Gut, dann ist es soweit. Ich spüre es. Der Titan ist frei. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder. Doch mit jeder Minute, die du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Du hast nicht viel Zeit. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Geh zum Tor. Der Titan wird sein Gefängnis bald verlassen. Ja. Dort musst du auf ihn warten. Ja, und dann? Du musst von ihm umbringen lassen. Du Arsch. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Doch es ist zu spät. Das Tor ist geschlossen und der Titan wird sich erheben. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Du willst es mit einem Titanen aufnehmen? Natürlich. Du hast nur eine Kleinigkeit übersehen. Was ohne denn? Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Ach ja? Dann werde ich mir wohl deins nehmen müssen. Glaubst du etwa, du kannst gegen mich gewinnen? Du trägst Ursigors Rüstung. Aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Der sauft doch. Yeah. Oh, yeah. Oh. Ah. Ah. Das kannst du eh nicht mehr gebrauchen. Was? Was? Mit einem Schlag? Das ist eine Sau. Das ist ein Arschloch. Ich mag den Inquisitor nicht. Der ist immer so gemein. Ich wusste, doch kann ich das überspringen? Ich werde wieder verrecken, wenn es weitergeht, ne? Ja? Ah, okay. Oh, ja! Blocken. Oh, ja! Jawohl! Du Sau, du Kerl! Oh, ja! Nicht erwischt. Ja. Jawohl, erwischt. Der Trottel macht mich fertig. Ich brauch was zum Saufen. Schnell, 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 schnell. Au! Sicher, noch was. Du Sau. Habe ich schon gesagt, dass es ein Schwein ist und eine Sau und überhaupt alles zusammen? Trink mal was. Alter! Nicht den Ursigor, nicht fotzen, ey. Was? Hauen, matschen. Du sollst Mendoza umhauen, zog die Nase auch noch. Ja, das hast super umgehauen. Echt, Traum. Ich sehe schon, ich muss jetzt unbedingt. Also wenn wir jetzt echt schon zum Titan, zum Feuerlord müssen, muss ich unbedingt schauen, dass ich jetzt meine Alchemie jetzt da Vordermann bringe. Das war dann epic fail. Schau, wie ist denn Depp nicht erwischt? Jetzt einmal, ja bitte. Voll daneben wieder. Wieder daneben. Au! Jawohl, ja, super. Geblockt auch noch. Oh, ja.
Wieso kann er denn so stark sein? Echt, ich mag den Inquisitor nicht. Der ist so gemein. Wie kann er nur so stark sein, ey? Wir sind so langsam mit dem Hammer. Der ist wie... Also, wenn der mit der Geschwindigkeit Schnitzel klopft, braucht er 3 Jahre, bis er ein Schnitzel fertig hat. Echt. So, nochmal die Scheiße. Ja, bla bla bla, du bist ein Arschloch, bla bla bla. Ja, halt die Klappe. Nein, nix, halt die Klappe. Du bist echt ein Arschloch. So, ja, mach mal. Blockt auch noch. Ja, super getroffen. Wieso triffst du nicht? Jawohl, endlich mal. Jo, ich glaube, das war auch ein Treffer. Ja, super getroffen. Jawohl. Bist fertig? Du Sau, ich muss schnell was saufen. Fast. Jai. Na, nicht schon daneben. Fast. Wieso blockt der jetzt immer? Ja, sicher, da wisch ich nicht. Ist logisch. Jawohl, endlich ist er hin, die Mistkuh. Echt. 250 Goldmünzen, das Okular bekommen wir da. Ring, Geschicklichkeit plus 3, Stärke plus 3, große Heiltränke 2 Stück, magischer Schutz und den Schädel von Ursegor, ja, den man da als Statue wieder braucht zum Tor öffnen. Ja, sehr gut. Speichern. Und bevor wir zum Titanenfeuertyp rein marschieren tun, werde ich auf jeden Fall Alchemie machen. Du bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Ups. Ja, ich habe alles. Gut, dann ist es soweit. Ich hätte jetzt erst drehen sollen, ne? Der Titan ist frei. Ja. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder. Doch mit jeder Minute, die du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Ja. Du hast nicht viel Zeit. Ja, was soll ich tun? Geh zum Tor. Der Titan wird sein Gefängnis bald verlassen. Dort musst du auf ihn warten. Hast du nichts zu tun? Wir hauen jetzt ab. Es ist soweit, meine Lieben. Es tut mir leid, ich muss nochmal den ganzen Weg zurückhatschen. Aber es ist soweit. Ich werde auch Eile einsetzen, damit es ein bisschen schneller geht. Ich bin in Eile! Wir werden Alchemie betreiben, dass die Schwarte kracht. Wir machen jetzt Stärke, braucht man immer. Es wird alles, was wir haben, in Leben umgewandelt. Also... Wie gesagt, Stärke brauchen wir nicht mehr. Wir haben unseren Hammer. Das ist der Hammer. Na, und wird alles in Leben umgewandelt, damit wir jetzt überhaupt, ja, sage ich mal, eine Chance gegen diesen Feuerlord haben. Also den Titan. Feuer-Titan, nicht Feuerlord. Feuer-Titan. So. Und ja. Weil wir möchten den kaputt hauen. Es ist schade um den Feuer-Titan. Er war der Schutzgott der Insel und jetzt ist er eine lebende Zeitbombe. Ja. Wenn er frei ist, wird die Insel brennen. Und das nicht gemütlich warm, sondern lichterloh und niemand wird es überleben. Das müssen wir verhindern und deshalb gehen wir jetzt zum Alchemietisch. Ich glaube, da drinnen gab es jetzt keinen, ne? Blöderweise.
Na, nur diese depperten Buchständer. Wo war hier ein Alchemietisch? Ich habe nicht einmal mehr eine Ahnung, wo da einer war. Hier drin zufällig einer? Na, hier waren die Schreiberlinge daheim. Boah, das ist wieder Kacke. Ist hier einer? Bist du ein Alchemietisch? Goldschmiede. Wer braucht eine Goldschmiede? Ein Alchemietisch. Ihr wisst bestimmt, wo einer ist. Raus mit der Sprache. Dreck, verdammter. Das sind nur Quartiere zum Schlafen. Da bin ich fix falsch. Hätte ich mich gleich borden können, ich Idiot. Da ist der Friedhof schon. Da ist die normale Schmiede. Da unten ist fix nichts mehr. Da muss ich da hinten runter, rüber, rauf. Das ist ja auch geschissen. Wo wäre jetzt ein guter Alchemietisch? Ja, Stadt. Weißt was, ich hupf die schon in den Gatschhupfen. Wir porten uns nochmal in die Hafenstadt und gehen das dort an, ist gescheiter. Echt. Da brauchen wir uns selber unser Klump zusammen und fertig. Wie gesagt, ich gehe jetzt komplett auf Leben. Ich glaube, das waren 16 Fläschchen, die wir dann jetzt trinken können. Und alle geben wie viel? Plus 10 oder so? Oder plus 5? Also da geht ordentlich was. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ich werde es testen. Das auf jeden Fall. Also ich werde das Spiel speichern. Noch einmal separat. Werde es umschreiben in vielleicht Spezial. So vielleicht, dass ich mich selber auskenne. Und jetzt gehen wir es an. Wir kennen Nummer 9. Warum? Was fehlt? Ich konnte ja mal 16. Ach so, die Stärke-Dinger waren mit 16. Da geht nur 9. Warum? Erfahrung plus 100. Ja, bist du narrisch. Ja, ist wurscht. Da brauchen wir jetzt alle 9. Runter damit. Weggeschüttet. Jetzt taufen wir auch gleich. Gute Arbeit. Ja, finde ich auch. 9 Tränke von dem Zeug, das werden wir jetzt gleich, wie gesagt, runterschlücken. Da haben wir 11. Oh, 2 hätte ich sogar noch gehabt. Ich bin so toll. So, also runter damit. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Ich werde natürlich auch Ringe, alles was geht mit Leben plus benutzen. Drang, Stärke plus, ne? Das will ich noch nicht haben. So. Also wie gesagt, tja, wir sind jetzt ja schneller fertig als gedacht, so wie es ausschaut, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Drang der Reisenden haben wir auch einen, den können wir eigentlich auch gleich so, wie es ist, wegsaufen. Das ist eh wurscht. So, das passt schon mal. Was wollte ich sagen? Wenn ihr Bock drauf habt, diese Waffenteile, die wir so gefunden haben, zu sehen, wie gesagt, die Videos kommen ja auch auf YouTube dann. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wir können ja mal so einen einzelnen Twitch-Abend auch mal machen mit Risen, wo wir diese Waffen, diese anderen Teile suchen, zusammenbauen. Können wir mal so ein Special machen, wenn Sie möchtet. Ansonsten, wenn das schon das Ende ist, sind wir dann heute fix und fertig. Fix und alle sind wir. Vollgas, fix und alle. Ich will schlafen gehen. In die Hapfen. Servus, Herr Don. Da ist kein Bett zufällig, ne? Na? Du musst wieder raufgehen in den ersten Stock. Ich will immer zweiten Stock sagen, da ist es ja gar nicht wahr. So. Also hier, so und so. Einmal pennen ist sicher nicht verkehrt. So, ich hoffe, das klappt alles. So, Schnarch und weg. So, ja. Jetzt bin ich gerade gespannt. Lernpunkte hätten wir sogar noch 90. Wir haben 554 Lebensenergie. Ist gar nicht so wenig, ja? Geschicklichkeit, Weisheit. Können wir irgendwas lernen? Ein Axtkampf wäre zum Beispiel nicht schlecht. Den Axtkampf noch auf 3 bringen, weil wir ja unsere Armdings haben. Also Armdings, Hammer wollte ich sagen. Da
Das wäre schlecht. Wo kriege ich jetzt einen Axtkämpfer her? Lehrer meine ich, nicht Kämpfer. Warte. Sind die irgendwo beschrieben? Quests, Händler, Lehrer. Tja. Lehrer, Bogen. Was sind wir denn da? Hafenstadt. Schwert, Bögen, Axtkampf. Ukos. Ah, okay. Hat noch jemand zufälligerweise Axtkampf? Na, das war der Kerl, das war der Oger, ne? Ukos. Das war der Oger da unten beim Hafen, ne? Ich hüpfe da gleich mal raus. Heureka. So. Und ich frage gleich mal nach. Das können wir auf jeden Fall lernen. Die Frage ist, ob wir genügend Goldmünzen haben, aber ich glaube, das ist auch kein Problem. Dann haben wir den Axtkampf voll fertig. Ja, der ist dann voll fertig, ey. Das bist schon du, ne? Ja. Lernen und so. Zeige mir, wie man kämpft. Und zwar, was? Da kann mir nichts mehr beibringen? Hör auf. Pfüh. Wo kriege ich jetzt einen Meister her? Vulkanfestung, kannst vergessen. Die Banditen eventuell. Alchemie. Super. Finches Kampflehrer. Axtkampf, Karakos, der obere Oger. Da müssen wir nochmal ins Banditenlager schauen. Super. Ja, was soll's. Auf ins Banditenlager. Wie schön. Müssen wir nochmal da hochlatschen zu dem Oger eben. Ich hoffe, dass der ein Axtkampfmeister-Typ ist, damit er uns noch die letzten drei Punkte beibringen kann. Ansonsten habe ich keinen Plan, wer uns das beibringen könnte. Ja. Hallo, du. Kannst du mich im... Was ist da? Finch hat mir erlaubt, etwas vom Goldhaufen des Don zu nehmen. Fincher hat mir erlaubt, etwas vom Goldhaufen des Don zu nehmen. Fincher hat mit Karakos gesprochen. Du kannst was nehmen. Ja, sonst hätte er uns schon umgebracht. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Bitte. Ja, Axt. Ich freue mich. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Du bist langsam. Du musst schneller schlagen. Wie mache ich das? Sei wütend wie ein Oger. Dann bist du schnell. Aha. Sehr guter Tipp. Dann Axtstufe 9. Talent für das Benutzen von Äxten, bla bla. Du kannst eine Konterparade deines Gegners unterbrechen. Mhm. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Jetzt verrate ich dir Ogergeheimnis. Ja. Da bin ich aber gespannt. Menschen sind schlau und schnell. Sie wollen immer Waffe zur Seite schlagen. Und? Wenn der Feind das tut, haust du einfach gegen seine Waffe und dann auf seinen Kopf. Danke für den Tipp. Super. Axt 10. Du kannst beliebig viele Angriffsschläge miteinander kombinieren. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Das ist gut. Du bist fast schon ein Oger. Moment mal. Das ist gut. Du bist stark genug, um viele Schläge zu machen. Du meinst Kombinationen zu schlagen? Ja, aber du musst alle Schläge verwenden, sonst kannst du nur weniger viele Schläge machen. Ja. Genau. Das werden wir dann testen, ne? Und dann schauen wir gleich mit Ankleiden. Was haben wir denn für Ringelens an? Maximales Leben. Schutz vor Hiebwaffen und Klingen. Würde ich sagen, tun wir weg und tun wir vielleicht wirklich nochmal maximales Leben dazu. Den ist gut, den lasse ich, den behalten wir. Jo. Das ist, glaube ich, schon gut so. So. Wow. Ich glaube, wir sind... Ich hoffe halt, wir sind kampfbereit. Oh. Stimmt, fast vergessen. Was wir nicht vergessen dürfen anzuziehen, bevor wir reingehen, ist das Okular. So. Ich kann ihn nicht drehen, ne? Das ist doof. Kann man ihn gerade nicht von vorne sehen. Außer vielleicht... Warte. Nein, nö.
Nein, kann man nicht von vorne sehen. Er trägt das Okular jetzt so, wie es der Inquisitor getragen hat. Ich bin leicht nervös. Ja, aber nur leicht. So, wir müssen uns wieder wegporten. Und zwar abermals und wahrscheinlich zum letzten Mal zur Vulkanfestung. Außer ich versaus komplett und muss noch irgendwie schauen, dass ich an Stärke oder an Lebenspunkten irgendwie was dazu kriege. Ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt, ob wir das echt jetzt, ob wir das überleben werden. Es wäre vielleicht auch schlau, vorher noch zu speichern. Wow. So. Dann hatsch mal wieder runter, ne? Ich werde aber wieder, weißt du was, wir setzen nochmal Eile ein. Hier. So, dann geht es ein kleines bisschen schneller. Hui, 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 hui. Wow. Der Feuertitan. Der ist mit einem, also der ist einfach nicht nur zum Hingehen und Umklatschen. Nein, der hat eine Boss-Mechanik. Man möchte es nicht glauben. Dafür, dass das Spiel schon etwas älter ist, ja, es gibt schon eine Boss-Mechanik. Ich bin beim ersten Mal zweimal gestorben, bis ich dahinter gekommen bin, was ich denn zu tun habe, worauf ich achten muss. Und dann ging's. Dann ging's eigentlich recht gut. Ich bin gespannt, ob es mir noch einfällt. Ja, auf jeden Fall. Hier tun wir speichern, fortsetzen. Und hier kommt der Kopf rauf vom, wo bist du denn, Kopf? Wo ist der Kopf? Nanü? Wo ist denn der Kopf? Hä? Den haben wir schon gelootet, den Kopf, ne? Ich bin schon blind, so schaut es eher aus wahrscheinlich. Nautilus-Schale, kaltes Herz, das ist ja alles kein Kopf. Er zeigt mir zwar die Büste, die da, die brauche ich aber nicht. Gelootet habe ich es doch, ne? Verkauft habe ich es hoffentlich nicht. Alte Münze, Flügelstaub, Schale Nautilus, das passt ja nicht, oder? Na, da muss ich da den Kopf her. Ich bilde mir ein, ich hätte ihn gelootet. Schädel, da ist er. Meine Güte. Schaut nicht aus wie ein Schädel. Na dann, Sesam, öffne dich. So. Meister Shivam. Boah, das ist mein, das wäre mein Zuhause. Schön warm. Alles voll Lava. Wieso hat es den Kopf auf, wenn ich das Okul-Dings da drauf getan habe? Und das ist der Feuertitan. Schaut irgendwie niedlich aus, oder? Ich finde, er hat ein cooles Design. So, und jetzt geht's um die Postmechanik dann auch. Oh, ja. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz recht. Dort, wo es blinkt, da wird es weniger. So, blinken tut es wieder. Ach, wie ging das denn jetzt noch bloß? Muss ich jetzt weiter ausweichen? Ah, da muss ich hupfen, genau. So, mal was saufen. Ja, ich muss wieder reinkommen, es tut mir leid. So, äußeren Rand, genau. Geschosse abzuwehren. Wow. Eureka! Weiche den Strahlen aus. Ja, okay. Da musste ich eigentlich hüpfen. Wieder raus. Hä? Mache ich da gar kein Damage? Wann mache ich denn da Schaden? Hallo, aufstehen. Schild und so? Wir sind über die Waffe, ne? Der Depp. Ah ja, genau, auf ihn zurückfeuern. Mei, ich bin so doof. Ja. Stimmt, Gesundheit. Gesundheit. Stimmt, das muss ich auf ihn zurückfeuern. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Komm her, du Strahl. Was? Achso, den muss ich wegrennen. Okay, was saufen mal.
Und jetzt kommen wieder die Geschosse, ne? Bäm! Hat's hingehauen? Hüpfen! Du müssen machen, hüpfen! Geschosse, bum 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 bum. Hat nicht gereicht? Hör auf. Und zurück, 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 zurück. Weiche dem Strahl aus. Nach vorne hätte man gemüsst. Boah, das war knapp. Ich habe nur gegitscht. Da, na, friss nur. Wir müssen trinken. Mit Leertaste, ja. Ja, und jetzt? Steht eigentlich hier dabei, was man tun muss, ne? Jawohl! Du Gratler! Boom! Oh je! Daher! Was kommt jetzt? Wow! Jawohl! Oi, lecker! Oi, oi, oi! Sind wir echt schon beim Endgänger? Ich glaube, ich spiele. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, der Strahl kommt, wow. Wo muss ich hin? Hüpfen. Du musst die Marken hüpfen und zurückgehen. So, komm her mit deinen Geschosse. Hüpfen. Jawohl, gut gemacht. Na, zuck, nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Glück gehabt, Glück gehabt. Ich habe nur Schwein, ich habe nur Glück, ich habe nur Schwein, ich habe nur Glück, ich habe nur Schwein. Hab ich schon gesagt, ich habe nur Glück und Schwein? Oh, Strahl. Komm nur her mit deinem. Ah, na, 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 okay, nochmal. Fail. Jetzt habe ich auch einmal auf den Boden geschaut. Ich habe jetzt gehofft gehabt, dass er die Ding, die Salve macht. Nochmal von vorn. Ladet er? Na, jetzt. Nochmal von vorn. Aber das geht. Es geht. Ein Pflicht-Fail muss dabei sein. Es geht schon. Mehr aufpassen, dann haut er schon hin. So. Huch! Ich habe einen Bug! Ist er schon jetzt so komisch aus? Ist das normal? Und? Bam! Das taugt mir jetzt aber gar nicht, dass hier so ein Bug ist. Aber er schaut so cool aus. Oh, ich mag das Design von dem Ding so gern. Lauf, 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 auf, lauf. Kommt Geschosse? Nein, ui, hüpfen. Ja, sicher, nicht so hüpfen. Ich muss so laden. Irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht. Warum sehe ich, warum schaut meine Figur so komisch aus? Ist das normal? Na, jetzt geht's wieder. Puh. Pass auf, wo du hintrittst. So, blocken, 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 blocken. Jawohl. Hüpf und... Sehr gut. Weich aus. Hüpf. Hüpfen? Ja, fein gemacht. Ja. Zurückgehen. Hüpfen. Aha, jetzt kommt wieder die Salve wahrscheinlich. Jawohl. Und auf die Gosch. So ist fein. Und wieder was trinken. Gut gemacht. Ja, das bringt sich schon was mit dem Leben. Aha, darüber. Oh mein Gott, das wollte so von nicht. Ah ja, sie trifft damit, der Hundskrüppel. So. Okay. Haha, nichts erwischt. Ich wechsle lieber mal. Jawohl. Und auf die Kusch. Und mal was trinken. Jawohl. Meine K. Wow.
kommt. Was kommt jetzt? Na, jetzt hab ich wieder auf den Boden geschaut. Ah, okay, ich bin so dumm. Wieso konzentriere ich mich immer nur auf den Deppen und nicht auf den Boden? Was viel wichtiger ist, ich weiß es nicht, fragt's mich nicht. Ich bin einfach nur doof. So schaut's aus. Jetzt kriege ich das nicht hin, jetzt wollte ich das so sauber machen. Fast mit voll Skill wollte ich das jetzt machen. Nix ist. Geh, Scheiße. Das ist mir jetzt echt peinlich. Komm, du Dreckschwein. Geh in dich ein. So. Na, noch mehr? Hör auf. Ja, hüpf mal. Hallo? Nicht da stehen bleiben, du Depp. Hüpfen. Musste machen, hüpfen. Hüpfen. Ja, und jetzt? Wie oft macht das jetzt noch? Ah, 20 Mal. Ich muss mich heilen. Das war ein bisschen flott. Nicht vor ihm stehen. Nicht vor ihm stehen. Am Boden schauen. Boden schauen. Geschosse. Passt, haben wir erwischt. Und Breitseite. So. Ich hoffe, das passt so. So, am besten ziemlich weit hinten stehen. Es blinkt nichts. Haben wir ihn erwischt? Ja. Hoi, Rekka. So, hier mal lang. Okay, laufen. Gut gemacht. Okay. Vorne blinkt's. Hüpfen. Gut gemacht. Da hinten blinkt's. So, B. Hüpf. Und auf die Gosch. Jawohl. Und Trank. X blinkt. Komm, aufs Goschel. Voll verfehlt. Wie geht denn das? Ja, super. Ja, das. Wow. Na, 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 na. Langsam, langsam, langsam. Puh. Es blinkt. Hüpf. Boah. Bam, 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 bam. Jawohl, auf die Gosch. Und gemacht. Bam. So muss das ausschauen. So, schön dahin. Mal wieder was trinken. So, er holt sich wieder. Ah, geht schon weiter. Jawohl, einmal getroffen. Mehr brauchen wir nicht. Und bam. Bam. Das ist jetzt echt unfair. Diese Plattform. Uiuiui. Ui. Jawohl. Sehr gut. Weg da. Hüpfen. Sauber. Ein Schritt nach vor. Jawohl. Ja, ja, ja. Trinken. Hä? Ja, wir haben ihn besiegt. Er schaut so cool aus. Versiegelt. Sehr gut.
geht unser stolzer Held dahin. Bravo! Die Macht der Enklaven wird die Insel auch weiterhin schützen. Eine der letzten Enklaven der Menschheit wurde gerettet. Du denkst, hier endet die Geschichte? Ja. Nein. Nicht. Was hier geschehen ist, ist nur der Anfang. Schön! Der Kampf gegen die Titanen hat gerade erst begonnen. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Tada, das Spielchen ist vorbei. Jo. Da ging es doch glatt schnell voran, ne? Zum Schluss. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir heute fertig werden. Jo. Wie gesagt, das ist halt eure Entscheidung. Also schreibt es mir bitte dann in die Kommentare, wie ihr euch entschieden habt. Falls es euch halt interessiert überhaupt. Dass wir diese Waffen, die wir also überall nur so ein Teil gefunden haben, ob wir die dann auch fertig machen tun, ne? Boah, ich habe damit echt nicht gerechnet, dass wir da jetzt fertig werden. Ja, sehr schön. Einerseits. Andererseits, muss ich mal schauen, wie spät es ist. Warte kurz. 11. Das ist jetzt nämlich die Frage, was soll man machen? Soll man für heute komplett Schluss machen? Und mit nächsten Samstag ein neues Spiel beginnen oder sofort ein neues Spiel machen? Ich lasse jetzt mal den Abspann fertig machen. Fein. Ja, Fazit zum Spiel. Ich habe es eh schon mal zwischendrin erzählt, gesagt, wie auch immer. Auch weil ich das gefragt bekommen habe. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel, weil es für mich ja so eine Art kleiner Bruder von Gothic 1 und 2 ist. Und ich mag Gothic 1 und 2 sowieso schon seit dem Tag, seitdem ich es bekommen habe, von meinem Nachbarn. Und ich muss sagen, geilo. Ich mag das Spiel von vorn bis hinten. Ich möchte auch freilich Risen 2 und Risen 3 noch let's playen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir jetzt draus was twitchen werden. Ich möchte ehrlich gesagt ein Let's Play draus machen aus beiden Spielen, weil ich da eine bessere grafische Qualität euch bieten kann. Und ich wollte dann speziell für Twitch eher Spiele auswählen, die jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, mit 1080p glänzen müssen. Die durchaus mit 720p zufrieden sind, vielleicht auch etwas schlechter, wo es kein Mensch mitkriegt, welche Auflösung man da hat und man trotzdem vom Spiel sehr viel sieht. Jo. Wann ich da jetzt ein Let's Play draus mache, kann ich ehrlich gesagt doch gar nicht sagen. Momentan habe ich 3 insgesamt und ich muss jetzt auf den Jänner abwarten, weil dort beginnt, wie ich eh schon mal gesagt habe, voraussichtlich meine neue Arbeit. Ich hoffe nicht, dass was dazwischen kommt. Und da weiß ich jetzt eben nicht, wie ich jetzt zeitlich das Ganze managen kann. Voraussichtlich bleibt mir nur Samstag und Sonntag Nacht übrig, um Videos im Voraus aufzunehmen. Und wenn ich da bei 3 bleibe, wird das heftig. Wird das heftig, ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich will es auf jeden Fall spielen. Ich habe das ja auch schon im Sinn gehabt, als ich die Risen-Teile auf Steam gekauft habe, dass ich die unbedingt als Let's Play mal ja, spielen möchte. Unbedingt. Ich habe mir von Risen 2 auch nur den Anfang ein bisschen angeschaut. Risen 3 noch gar nicht, das ist für mich komplett Neuland. Eben weil ich auf euch warten möchte und das mit euch gemeinsam durchleben möchte. Jo, wie gesagt, ich weiß es nicht, wie ich das am besten anstellen kann und werde, zeitlich gesehen, aber ich will unbedingt. Aber ich befürchte, dass vorher noch die Gilde 3 und das neueste von Piranha Bytes, das neueste Spiel von Piranha Bytes,
da noch vorher Let's Played wird. Das nennt sich Alex, das Spiel. Kommt auch nächstes Jahr. Ich glaube im März, wenn ich mich richtig entsinne. Und danach vielleicht dann Risen. Puh, jo. Vielleicht auch, wenn es zeitlich passt, zusätzlich. Ich weiß es eben. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall will ich es Let's Playen. So. Das nächste Projekt auf Twitch. Sofern es funktioniert, das bleibt noch ein Geheimnis. Das seht ihr dann nächsten Samstag. Weil ich denke, dann machen wir hier dann Schluss, würde ich sagen. Für heute. Dann können wir das schön abgrenzen, sozusagen. Jo. Dann ist es doch nicht bis eins geworden. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir so schnell fertig werden. Naja. Macht ja nichts. Jo. Ich kann auch nicht sagen, wie lang das nächste Spiel sein wird, was ich da im Augenschein habe. Ich kann auch nicht sagen, ob es euch gefällt. Ich persönlich finde es wahnsinnig interessant. Und es sollte eigentlich ursprünglich mein erstes Twitch Live-Let's Play werden. Aber ich habe mich dann spontan für Risen entschieden, weil ich nämlich gedacht habe, ich würde euch eine Freude machen, aber dass ich da technisch so wieder mal so einfahre, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist eben dann noch ein Anreiz, dieses Spiel später mal nochmal zu spielen und ein Replay draus zu machen. Ich glaube, so sagt man das, ne? Jo. Da bist du. Bist du verletzt? Was? Das ist gar nichts. Lass mich mal sehen. Das sieht böse aus. Nichts, was nicht mit ein paar Tränken geheilt werden kann. Ja, ja, aber erst einmal brauchst du jetzt Ruhe. Komm, ich werde mich um dich kümmern. Es ist aber nett. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Sehr gut. Dann kann man sagen, Spiel. Ach so, laden. Okay. Wir sind fertig. Ende, Schluss, aus. Die Geschichte ist durch. Wie gesagt, wenn sie die Schwerter, also diese Waffen, die wir, wo wir eben diese einzelnen Teile gefunden haben, wenn sie die auch noch sehen wollt, wie die zusammengebaut werden, wo die versteckt sind, können wir da ein Risen Special machen. Vielleicht auch auf Twitch, damit das schön zusammenpasst. Aber bitte, wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare rein auf YouTube. Es ist komplett wurscht, wann sie das reinschreibt. Wir können dieses Special, sage ich mal, immer machen. Das ist wurscht. Ja, ansonsten, wenn ihr überhaupt keinen Bock drauf habt, dann lassen wir das eben sein. Aber wenn es so sein sollte, einfach Bescheid sagen, bitte. Jo, somit sind wir dann für heute fertig. Schluss, aus, Ende, fertig. Und ja, ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch lieben Twitch-Zuschauern, genauso wie bei euch lieben YouTube-Zuschauern, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für alle Tipps und Tricks, überhaupt fürs Ertragen meiner Fails, muss ich ja auch sagen, immer wieder. Das ist ja echt schon, ja, wirklich eine Meisterleistung, muss man echt sagen. Und ja, wie gesagt, ich mag das Spiel. Ich freue mich auch aufs Zweier, aufs Dreier, auf das Alex eben, wie gesagt, das auch so auf den ersten Blick wirkt wie Gothic und Risen. Bin gespannt, was dann wirklich das Herz des Spiels ausmacht. Und ja, ich freue mich dann auf nächsten Samstag, auf unser nächstes Projekt und bin gespannt, was ihr dann dazu sagt, ob es euch auch gefällt oder ob es eher nicht so euer Ding ist. Ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Also bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht, weil es ist jetzt ja schon 11 Uhr vorbei, also 23 Uhr, Entschuldigung. Für euch lieben YouTube-Zuschauer ebenfalls auch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!